Der Garn. Nicht optimal, aber er fährt. Vor allem, wir haben Herbst. Wir haben nicht sehr viel Nahrung. Und, naja, auch kein Fuel oder so. Wird interessant. Vielleicht hätte ich doch nicht so viele Häuschen bauen sollen. Naja, egal. Jetzt haben wir es gemacht. Rausschmeißen können wir die Leute... leider nicht mehr. Oder? Glaube nicht. Maiden. Da können die Leute einfach so... ich sag nix. Ich sag nix. Ah, sie haben das Feuer angehämmert. Deswegen brennt es jetzt. Alter, müssen die hart zuschlagen können. Flupp. Hey, give us a hand over here. Ich kenne zwei Leute, die hier Dinge tun. Oh, die Schmiede ist beinahe ignoriert worden von mir. Das ist ja also. Ich bin gespannt drauf. Ach, da ist dann wahrscheinlich die Schmiede selber drin. Deswegen die Steinummantelung. Ein halbgefühlter Balken. Flug. Ja, die Feuerstelle ist da. Dann weisen wir einfach mal hier einen zu. Hier einen zu. Da darf einfach jeder Eidler arbeiten. Das heißt, glaube ich, dass die noch gesucht werden. We need more workers here. So. Und eine Nahrungsmitteltruppe will ich jetzt keinen wegziehen. So. Ich hoffe, die arbeiten dann tatsächlich nur dann, wenn sie sonst keine Zeit haben. Ja, nachdem der hier nichts macht, kann ich die auch rausschmeißen. Kann er sich woanders verdingen. Ach, der hat auch eine Home Area. Das heißt, den hätte ich auch in der Nähe des Waldes setzen können. Und sollen wahrscheinlich. Ah, ja. Ich habe wenig Food und Fuel. Und die Work Area ist empty. Dann macht ihr jetzt, glaube ich, was anderes, weil wenn keine Beeren mehr da sind, dann brauche ich sie auch nicht mehr sammeln. Thank you.
Hauptsache, ich habe hier Dinge angepflanzt. War eine super Idee. Beim nächsten Mal sollte ich das nicht wieder tun. Ja, Animals habe ich auch noch 27. Das heißt, die gehen mir auch so lange zur Neige. Aber dafür ist die Straße hier verbreitert worden. Das heißt, Straßen werden offensichtlich nach Benutzung verbreitert. Auch gut zu wissen. Ah, hier fällt die kleinere Bäumchen. Okay. So. Ich hätte gerne aber trotzdem einen Trading Post. Den stellen wir mal hier drüben irgendwo hin. So. Let's go, people. Weil dann können wir, glaube ich, hoffentlich mal handeln und vielleicht kriegen wir dann schneller irgendwas her, wie zum Beispiel Nahrung oder so. Hey, ich habe schon ein Fuel. Yay! Sammelt schneller. Immerhin unsere... Ich habe einen Haubenlistnis. Okay. Unsere Zustimmung ist zumindest um ein paar Prozent gewachsen, aufgrund dessen, dass wir Gebäude gebaut haben. Ich beschleunige mal. Auch wenn die Stimmung gerade ein bisschen düster wird. Angst. Die Haupthalle, das Häuschen. Auch sehr hübsch. Okay, ja. Exportpreis, Importpreis. Aber wir haben davon überhaupt nichts. Ah, okay. Storage for Hunting Camp. Okay. Keiner bringt es heim. So, dann tun wir doch mal zwei davon beschäftigen. Oder ich sollte den einen wahrscheinlich hier beschäftigen, damit er das Zeug hin und her transportieren kann. Da, 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 da.
Was ich mich ja frage. Man kann allerlei Sachen handeln, aber... Schafe zum Beispiel kann ich nicht kaufen. Let's get to work. Wenn ich den jetzt da zum Beispiel nämlich aktiviere, müsste ich ja irgendwann hoffentlich Schafe bekommen. Vielleicht. Wer weiß. Stelle ich jetzt einfach mal einen ein, auch wenn ich gerade keinen habe. Wobei, ich kann zwei hier rausnehmen. Fuel haben wir jetzt ein bisschen was. Unsere Supply-Menge hat sich auch verbessert, weil Fuel hatten wir vorher zwei Monate das Problem. So. Jetzt haben wir für 3 Monate Fuel. Nein, für 11 sogar. Von daher alles gut. Dann haben wir ein bisschen Eisenerz. Build mal Storehouses oder Storehouse Worker. In der zweiten Storehouse Worker. Let's go, people! Okay. Diese Winterkulisse. Grandios. Das hier wäre unser Feld gewesen. Matsch, 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 matsch. Oh Gott! Repariert diesen Wagen! Das ist ja grausam. Oder hängt den Konstrukteur, das geht auch. Oh Gott. Aber es ist trotzdem großartig. Mit der Musik ist das auch eine sehr schöne Stimme. Pantry Limit erreicht. Build my granaries or employ granary workers. Okay. Come on, people. Get to work. Ich habe ja das Gefühl, ich bräuchte mehr Häuser. Okay, daraus kann ich nur ein einziges Haus bauen. Wenn ich das Ding so aufziehe, wird zumindest ein Haus mit Erweiterung. Ja, dann machen wir das so. Wir gucken mal, was wir da später da reinbauen. Okay. So. Bauen wir nochmal 3 Häuschen. Low on supplies. Ich habe zu wenig Fuel.
Ich habe auch viel zu wenig Bevölkerung, um das alles hier zu versorgen. Das ist das Problem und auch gleichzeitig zu viel Bevölkerung, um sie zu versorgen. Ja, das ist doch mal eine Stufe, über die man drüber steigen kann. Nicht den ganzen anderen Quatsch, den wir da gebaut haben. Ich habe nur für 2 Monate Nahrung. Das ist gar nicht so optimal. Kann ich euch vielleicht sagen, ihr sollt da drüben jagen gehen. So einfach mal auf der anderen Seite. In einem anderen Gebiet. Warum nicht? Was kann da schon schief gehen? So. Machen wir da mal ein Sträßchen. Ich sollte ja noch irgendwo eine Kirche hinstellen. Ich denke, ich werde sie jetzt einfach da einstellen. Entschuldigung. Wir haben ja noch das Trade Overview, theoretisch. Was uns nicht hilft, weil der ist aktuell deaktiviert. Ich stelle mal auf schnell. Ich habe nämlich so das Gefühl, dass wir demnächst ein Problem haben werden. Und das uns wahrscheinlich dazu zwingt, neu anzufangen, aber ich will doch nicht zu voreilig sein. Ich möchte es trotzdem noch versuchen. Low on food, trampling handicaps, if you have wild animals in the region, or furniture, if you buried. Ja, Berries existieren gerade nicht und ja. You know. Pantry Limit reached again. Eine Leiter, sehr schön. Eine schwebende Leiter, auch sehr lustig. Ja, da fehlt noch ein Wood, was transportiert wird.